Wir gehen rüber zu diese Good Memes. Let's go, der Hase. Denk mal darüber nach. Alle sagen, Merkel macht Shisha auf, aber keiner sagt, Merkel, lass zusammen Shisha-Bar gehen. Das ist hart. Das ist hart. Und deep. Das ist halt wirklich so. Alle wollen immer und fordern. Aber warum? Warum geht man nicht mal zusammen in die Shisha-Bar? Merkel, du Fresse. Merkel, du Fresse, mach Shisha auf. Es tut mir einfach nur leid für Merkel. Es ist sehr traurig. Es ist wirklich traurig. Was meine Mutter in den Urlaub nimmt? Ich schwör's dir. Alle nach ersten Lockdown endlich wieder feiern gehen, Urlaub fahren und so weiter. Hoffentlich kommt nicht noch ein Lockdown. Corona? Morgen soll das wieder passieren. Walla, walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Ganz klare Kiste. Digga, Bruce sieht einfach nur kaputt aus. Mann, der arme Junge. Go. Wir? Warum hast du die gesamte Nachbarschaft? Auch wir? Ach, kann ich lesen. Wir? Warum hast uns die gesamte Nachbarschaft? Auch wir? Oh, jetzt hätte ich auch gerne. Jetzt hätte ich auch gerne einen Pool auf dem Dach für sowas. Nein, ich respektiere nicht deine Privatsphäre und werde nicht anklopfen. Jedoch werde ich meine Autorität als Vater nutzen und einfach so in den Raum betreten. Jetzt, wo ich dein Zimmer unerlaubt betreten habe, werde ich einfach nur hier stehen und fragen, was machst du? Obwohl du ganz offensichtlich in deinem Bett liegst und nichts machst. Mein eigentlicher Hintergedanke war es, dich zu kontrollieren oder dich bei irgendeiner Sache zu erwischen. Jedoch werde ich deine Frage, was ist los? Mit, ich wollte nur nach dir schauen, beantworten. Beim Verlassen werde ich die Tür natürlich ganz weit offen lassen, mit der Begründung, dass immer ein bisschen Luft reinkommen soll. Natürlich kannst du stattdessen auch ein Fenster aufmachen, aber insgeheim gönne ich dir deine Privatsphäre nicht. Leute, oh. Ist das normal? Das ist halt FIFA. Das ist wirklich einfach nur FIFA. Ist das normal, dass man so ausrastet oder hat mein Freund Aggressionsprobleme? Das ist kein Aggressionsproblem, FIFA. Diesen Clip habe ich jetzt so oft gesehen. Oh mein Gott. Wie Angela Merkel versucht, ihre Entscheidung, dass Schulen offen bleiben, zu rechtfertigen. Also das ist ja jetzt ganz falsch. Man muss, wenn man... Hey, kannst du heute vorbeikommen? Ich gehe jetzt schlafen, sorry. Meine Eltern sind weg. Ich beeile mich. Wie Lehrer uns sehen. Ahmed ist da. Aisha? Aisha? Aisha ist auch da. Mehmet? Mehmet ist auch da. Zeynep? Zeynep? Zeynep ist da hinten. Hallo. Hi. Bevor ich 18 wurde. Eine Marlboro Gold für 8, bitte. Hast du einen Ausweis da für mich? Aber Bruder, gerade gar nichts, ja. Ja, tut mir leid, dann geht das nicht. Tut mir leid. Hi, eine Marlboro Gold für 8, bitte. Ja, klar. 8 Euro? So? Nee. Doch, ich sehe ja schon, dass du 18 ja, bist. Ausweis? Nee, heute nicht. Ausweis habe ich den Sinn. Meine Kollegen, wenn ich eine neue Schachtel gekauft habe. RIP. Stell dir vor, du machst in 10 Jahren ein Klassentreffen. Was? Stell dir vor, du machst in 10 Jahren ein Klassentreffen. Machen. Du musst in 10 Jahren ein Klassentreffen machen und keiner kommt. Okay. Geilstes Klassentreffen, ja. Ich bin auch nicht zu einem Klassentreffen gegangen. Ich habe gar keinen Bock gehabt, die Leute nochmal zu treffen. Ich hatte also, Gottes Willen, nee. Da muss ich aber nur los. Er spielt tot und wollte schauen, wie das war. Das habe ich auch schon zum dritten Mal gesehen. Ich finde den Clip einfach nur ekelhaft, wirklich. Digga, welcher Vater ist so? Das ist einfach nur disgusting, Alter. Das ist wirklich, einfach nur ranzig. Das ist wirklich einfach nur richtig, das ist wirklich einfach nur richtig eklig, Alter. Und ich sag das. Du kleiner HS,
Gönn doch einmal. Ich schreibe nächste Woche Mathe und Bio. Mann, mein Vater versteigert mich auf eBay, wenn ich wieder in beiden eine 5 bekomme. Was bringt dir das Klassenzimmer lüften? Müssen, und ich sage das auch aus meiner Perspektive, wir müssen und werden alles tun, damit Schulen und Kitas offen bleiben. Die Sache ist die, ich könnte auch verstehen, wenn man die Schulen zumacht, aber ihr müsst überlegen, es gibt auch Probleme, wenn die Schulen zu sind. Und zwar, die Eltern können dann vielleicht nicht zur Arbeit, man muss sich um die Kinderbetreuung kümmern, bla 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 bla. Es hat alles auch einen riesen Rattenschwanz. Das ist halt so schwierig. Digga, das ist echt, also es ist nicht so eine einfache Entscheidung, ne? Das ist nicht so eine einfache Entscheidung. Okay, Chips-Werbung in 2020, okay. Das ist Jennifer. Jeden Tag stehst du auf. Du hast keine Ahnung, Walle. Mich weinen, Girl. Immer lachen. Immer sieht schön aus. Bra, Traumfrau, Walla. Ich mach ihr fetten Antrag in Shisha-Bar. Hab aber keine Ringe. Ah, der macht jetzt so einen Shisha-Ring um den Finger. Was Politiker verbieten? Weihnachten, Silvester mit Familie, am Wochenende rausgehen. Wozu sie uns zwingen? Schule mit 1000 Fremden. 100 Kunden auf der Arbeit bedienen. Oh, ich glaube, das ist er. Oh, oh. Oh oh. Oh oh. So lost. Von meinem Opa habe ich einen alten Lifehack geerbt. Iss ein Stück Knoblauch pro Tag und du wirst nie krank. Wir haben 2 Stücke gegessen. So haben wir Coronas Mutter. Deswegen bin ich so selten krank. Ist sehr viel Knoblauch. Einfach kurdischer Spider-Man. Wer solche Tore gemacht hat, damals, würde auch mit deiner Freundin fremdgehen. Muss ich sagen, ich verstehe absolut nicht. Also ich habe absolut keine Ahnung von FIFA. Ich verstehe gar nicht, was an diesem Tor besonders oder schlecht oder gut oder... Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Durchrennen oder Pass geben? Durchrennen. Ecke oder Freistoß? Echo Fresh. Und dein größter Angstgegner? Allah. Tamam. Voila, du wolltest es nicht anders. Ich habe dir gesagt, nervst du mich weiterhin, setze ich einen Fluch auf dich. Bak Allah, Charpson. Ich google heute, wie ich einen Fluch setze. Wallah, ich habe keine Gnade. Von mir aus setze ich mich um 23 Uhr auf den Boden, mach Kerzen um mich um und ich verfluch dich. Was ist mit ihm los? Hops genommen. Boah, Junge. Oh nein, der letzte Filter hat mich gekillt. Oh nein. Kurz Gesicht waschen. Boah, Junge, ekelhaft. Hier, bitte, ich habe die beiden Sachen einmal. So, natürlich, kein Problem. Darf es sonst noch was sein? Ich guck mich um. Hier. Ich hab Bock, Alter. Chef, aber noch eine Frage. Sind die mit Gelatine? Warte mal, du willst also das kaufen und fragst, ob das mit Gelatine ist? Ja, wenn das mit Schwein ist, kaufe ich das nicht, weil ich bin Moslem. Ja, rauchen und trinken, alles okay, aber Hauptsache kein Schwein. Ja, man kennt sie. Dieser Fact nennt sich Toidi. Ich verstehe gar nicht, was das für ein Fact sein soll, Toidi. Thank you.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, er hat mich hops genommen. Ich hab's einfach geglaubt, Alter. Ich hab's einfach geglaubt. Oh mein Gott. Ach. Lies, tu Idi mal rückwärts. Ja, ja, jetzt hab ich's gecheckt. Ja, ja. Wow. Wow. Oh mein Gott, er hat mich hops genommen. Diese gut Küsse gehen raus. Das war fies. Das war einfach nur fies.